gearbeitet haben. Können Sie mir erklären, warum Sie ohne Not einen Tag, bevor das Buch rausgekommen ist, gerade diesen Satz gesagt haben in einem Interview mit der Welt am Sonntag, den Herr Dressler, ich habe versprochen, dass wir drauf kommen, eben angesprochen hat, in dem Sie gesagt haben, alle Juden teilen ein bestimmtes Gen. Was hat Sie da geritten? Das war erstmal ein der Riesenunfug, was ich auch extrem bedauere. Ich habe aber nichts Falsches gesagt, sondern ich war dabei auszuführen, dass die Unterschiede der also muslimischen Migranten, dass die anderen Migranten eben gerade keine ethnischen Ursachen haben. Und die Welt versuchte ständig, mich durch Fragen in eine bestimmte Richtung zu drängen. Und weil ich meinen also Gedanken fortführen wollte, sagte ich, denn natürlich gibt es genetische Ähnlichkeiten. Und mir fiel zuerst das Beispiel der Juden ein, weil ich dazu kurz vorher einen Aufsatz gelesen hatte. Ich hätte sagen sollen, Ostfriesen oder Isländer, dann wäre es kein Thema gewesen. Dass ich das hinterher beim Autorisieren nicht also bemerkt habe, weil mir der Hinweis auf der Juden auch gar nicht anstößig erschien. Aha. Das war mein Blackout, wenn man so will. Ich bin definitiv nicht der Ansicht, dass es eine nach der genetische Identität gibt. Allerdings sagt die Wissenschaft, dass also der Volksgruppen häufig da gemeinsame Ähnlichkeiten haben, anhand derer man auch sagen gerne kann, doch die und die sind Teil dieser an dieser Stelle. Was tut Ihnen eigentlich leid? Die Dummheit, dass Ihnen dieser Satz rausgerutscht ist, also die mangelnde Taktik, oder tut Ihnen es leid, weil Sie den Satz für dumm halten mittlerweile? Ich halte den Satz an dieser Stelle für absolut überflüssig. Es war eine inhaltliche Dummheit, keine inhaltliche Falschheit, eine inhaltliche Dummheit, was mit dem also Thema meines Buches überhaupt nichts zu tun hat. Ich habe mich da von der Zeitung aufs der Glatteis locken lassen. Das war mein Fehler, das nicht bemerkt zu haben. Ob das mit dem Buch nichts zu tun hat, darüber kann man ja noch diskutieren. Aber da sitzt doch ein Jude. Machen Sie doch mal an ihm klar, was die Besonderheiten des jüdischen Gens sind, dass er mit anderen Juden teilt. Wobei die Frage, man muss noch was sagen, die Frage der Kollegen der Welt am Sonntag war, gibt es eine genetische Identität? Das ist eine sehr präzise Frage. Darauf fällt Herrn Sarrazin ein. Die Juden, übrigens auch die Basken, ganz spannend. Auch darüber würde ich gerne wissen, was ist so genetisch bei den Basken besonders? Und ich würde auch ganz gern wissen, was ist mein besonderes Gen? Was macht dieses Gen mit mir? Und wieso sind alle Juden auf dieser Welt genauso wie ich, was ich sehr langweilig finde? Und dass das bis heute von Ihnen nicht an sich zurückgenommen wird, sondern Sie sagen, es hat mit meinem Buch nichts zu tun gehabt, ist die Aussage, dass die Identität von Menschen in einem Kollektiv genetisch erkennbar ist, richtig oder falsch. Und da spielt es nicht eine Rolle, ob es Juden sind oder Basken oder Ostfriesen, sondern es ist ja ein Weltbild, das man zeichnet, ein Menschenbild. Und das Menschenbild zu glauben, man könne mit pseudowissenschaftlichem Urteil behaupten, dass Kollektive die gleichen genetischen Identitätsmerkmale haben, ist, ich sage es in aller Klarheit, ein rassistischer Gedanke, den ich als überwunden empfunden habe. Und wenn ein Bundesbanker das sagt, Herr Sarrazin, und Sie sind noch ein Bundesbanker, also ein Repräsentant einer offiziellen deutschen Institution, die uns alle vertritt, dann ist das eine Schande für die Bundesbank und eine Schande für Sie. Wollen Sie damit sagen, es fehlt mir die Intelligenz, Ihr Buch zu verstehen? Nein, ich habe jetzt mal da versuchsweise unterstellt, dass Sie der Wahrheit gesagt haben und das Buch ganz gelesen haben. Und ja, dann, wenn Sie es ganz gelesen hätten und das sagen, was Sie gesagt haben, können Sie nicht sehr klug sein. Also ich habe schon manche Diskussionskultur hinter mir. Aber dass man anfängt, die Intelligenzgrade sich gegenseitig zuzurufen, finde ich sehr armselig. Aber eine Bemerkung, weil Sie wieder versuchen, wegzurennen. Wenn ich Ihr letztes Kapitel nehme, wo Sie über die Entfremdung der Deutschen oder die Überfremdung der Ausländer schreiben und Sie sagen, Sie wollen nicht für Ihre Ururenkelkinder in 100 Jahren, dass sie in Deutschland spazieren gehen und nur noch mit Türken und Moscheen konfrontiert sind. Wenn Sie solche Überfremdungsängste ausnutzen, kann ich Ihnen nur eins sagen, ich finde das miserabel. Lieber Herr Friedmann, ich renne nie weg und schlage auch nie
haken. Doch sie rennen weg, weil sie ihre eigenen Zitate nicht mehr anerkennen. Und das der letzte der Kapitel war eine Satire und eine wunderschöne Satire. Eine Satire auf Kosten von Türken. Auf solche Satiren kann man verzichten. Diesen Schlagabtausch. Es ist die dritte Talkshow, die ich sehe mit Herrn Sarrazin. Mhm. Einer war bei Herrn Beckmann, einer war bei Herrn Plasberg und das ist die dritte, bei der bin ich dabei. Alle drei laufen nach dem gleichen Muster. Es werden, die Mehrheit der Leute, die eingeladen werden, werden eingeladen, um Herrn Sarrazin fertig zu machen. Seine Thesen werden hier jedenfalls... Sagen wir mal, um mich zu kritisieren. So, und in allen drei Sendungen gibt es ein Beispiel für eine wunderbare, meist sehr hübsche, integrierte Türkin, nicht? In allen drei Sendungen. Die ist eine Deutsche. Türkischer Abstammung, also so wie auch immer. Und jetzt will ich doch mal auf einen kleinen Punkt aufmerksam machen. Hier haben Sie gerade gesagt, das sei ein Problem der Imame, die aber anscheinend nur in Deutschland sind und nicht des Islam. Ich glaube, Sie irren sich hier. Es gibt 57 islamische Länder in der Welt. Es gibt nur drei, die ich kenne, wo man zum Beispiel die Frauen so behandelt, wie sie es gehört, wie bei uns. Man versucht es in der Türkei, im Augenblick geht es da bergab. Man versucht es in Indonesien, da macht man Fortschritte. Und man versucht es interessanterweise im Irak. In allen anderen 54 Ländern werden die Menschenrechte mit Füßen getreten. Mhm. Meistens gibt es dort die Todesstrafe, meistens regiert dort die Scharia und die Frauen haben nichts zu sagen. In Nigerien und im Iran werden Ehebrecherinnen gesteinigt, in Saudi-Arabien dürfen Frauen keine Autos fahren und so weiter. Und Sie sagen hier, das sei kein Problem des Islam. Man muss auch mal den Mut haben, und das hätte ich auch von dem Bundespräsidenten erwartet, man muss auch mal von dem den Mut haben zu sagen, was ist eigentlich der Islam? Dieser Islam hat eben diese Entwicklung zu Menschenrechten, zu der Achtung der Rechte der Frauen nicht bisher in der Welt gezeigt. Ja, also er kann es lernen, natürlich kann er es lernen, aber er hat es nicht gelernt, dann soll er es einmal zugeben. Also ich war anderthalb Jahre in der deutschen... Ist das denn jetzt ein Plädoyer dafür, keine muslimischen Zuwanderer mehr in Deutschland zu haben? Das habe ich doch überhaupt nicht gesagt.